Erinnerst du dich noch an letzte Woche? Da gab es 7 Jahre, in denen die Ernte sehr reichlich war. Der Pharao und seine Berater hörten auf Josefs Tipp. In diesen 7 reichlichen Jahren sammelt sie einen Vorrat an, um in den darauffolgenden 7 Jahren auch genug zu essen zu haben. In diesen 7 weiteren Jahren sollte die Ernte nämlich nicht so reichlich sein. Als nun die 7 reichen Jahre um waren, begannen die 7 Hungersjahre. Es begann eine Hungersnot. Aber nicht in Ägypten, denn sie hatten sich einen Vorrat angelegt. Josef tat alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern das Getreide. Die Leute kamen bald aus aller Welt, um bei Josef Getreide zu kaufen, um ihren Hunger zu stillen. Auch Jakob, Josefs Vater, hatte natürlich mitbekommen, dass es in Ägypten Getreide gab. Deshalb sandte er seine Söhne dorthin. Also zogen sie los, alle außer Benjamin. Jakob hatte zu großer Angst, auch ihn verlieren zu müssen. So kamen die Brüder bei Josef an und fielen vor ihm nieder. Josef erkannte seine Brüder, aber sie erkannten ihn nicht. Und so tat Josef so, als würde er sie nicht kennen. »Woher seid ihr?« fragte er seine Brüder. Und sie antworteten, dass sie aus Kanaan kämen und bei ihm Getreide kaufen möchten. Josef erinnert sich an seinen Traum mit den Ergen, durch den sie unbeliebt bei seinen Brüdern gemacht hat. Josef hatte einen Plan. Er tat so, als würde er die Brüder testen wollen. Er wollte sie nicht freilassen, bevor er nicht seinen Bruder Benjamin zu sehen bekommt. Eigentlich tat Josef das nicht als Test, sondern weil er so große Sehnsucht nach Benjamin hatte. Er wollte seinen Bruder so gerne sehen. Josef weinte sehr, weil seine Brüder darüber redeten, dass sie bereuen, was sie mit ihrem Bruder Josef gemacht haben. Die Brüder dachten, Josef würde sie nicht verstehen, da man in Ägypten eine andere Sprache sprach als in Kanaan. Aber Josef verstand sie gut, da sie seine Muttersprache sprachen. Es machte ihn traurig zu hören, was sie sagten. Josef hat Simeon bei sich behalten, um die anderen losgeschickt, um Benjamin zu holen. Sie durften ihren Scheck, gefüllt mit Getreide, wieder mitnehmen. Und Josef hat ihnen auch das Geld, mit dem sie bezahlt haben, wieder in die Schecke gelegt. Als die Brüder nun wieder zu Hause waren, war Jakob, ihr Vater, sehr sauer. Er sagte, ihr beraubt mir meine Kinder. Josef ist nicht mehr da. Simeon ist nicht mehr da. Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Ruben wollte die Verantwortung übernehmen. Doch Jakob ließ seine Freunde Söhne erst ziehen, als die Hungersnot wieder so stark wurde, dass die Familie wieder Getreide kaufen musste. Sie nahmen viele Geschenke mit und zogen wieder los nach Ägypten. Als sie ankamen, richtete Josef ihnen ein großes Mittagessen und die Brüder wurden misstrauisch. Sie wussten nicht, womit sie das verdient hätten. Auch Simeon war wieder bei ihnen. Josef fragte noch, wie es ihrem Vater ginge. Und einer antwortete, es geht deinem Knecht und seinem Vater gut und er lebt noch. Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder. Josef sah seinen Bruder Benjamin. Er hat ihn so vermisst. Er musste weinen, und da die Brüder das nicht sehen sollten, rannte er hinaus. Danach aßen sie zusammen. Benjamin bekam besonders viel, weil Josef ihm am meisten liebte. Sie hatten dieselbe Mutter. Am nächsten Morgen gingen die Brüder zurück. Josef hatte ihre Säcke bis oben hin füllen lassen, um ihr Geld auch wieder hineingelegt. Außerdem legte er einen sehr wertvollen silbernen Becher mit in Benjamins Sack. Kurz nachdem sie losgegangen waren, wurden sie von Männern gestoppt und beschuldigt, den Becher geklaut zu haben. Die Brüder wussten nichts von dem Becher, also sagte einer, bei dem ihr den Becher findet, der wird euer Sklave sein. Der Becher wurde in einem Benjamin-Sack gefunden. Sie zerrissen aus Trauer ihre Kleider und gingen zurück in die Stadt. Warum hat Josef den Becher in den Sack gelegt? Fragezeichen. Was denkst du? Wie es weitergeht, erfährt ihr im letzten Teil. Versöhnung mit seinen Brüdern.
Seine restlichen Brüder kamen zu Josef und warfen sich vor ihm nieder, um sich zu entschuldigen. Josef ging sie scharf an. Was habt ihr euch eigentlich gedacht? Seine Brüder wollten ihn beschäftigen und boten ihm an, alle seine Sklaven zu werden. Aber Josef lehnte dies ab und wollte nur Benjamin bei sich behalten. Seine anderen Brüder schickte er nach Hause zu ihrem Vater. Juta wollte das verhindern, da er wusste, wie wichtig Benjamin seinem Vater war. Da er Jakob versprochen hatte, Benjamin wieder mit nach Hause zu bringen, bot er Josef an, dass er statt Benjamin sein Sklave werden sollte. Er wusste, dass Jakob es nicht aushalten würde, Benjamin zu verlieren. Dadurch war Josef so berührt, dass er seine ägyptischen Diener weggeschickte, da er sich seinen Brüdern zu erkennen geben wollte. Ich bin Josef, lebt mein Vater noch, sagte er unter Tränen zu seinen Brüdern. Doch seine Brüder waren so fassungslos, dass sie nichts sagen konnten. Er sagte ihnen, dass sie sich keine Vorwürfe machen sollten. Gott hat mich euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten, erklärte er ihnen. Erzählt, dass Gott ihm nach Vater Ägypten gebracht hatte, damit er dort mächtig werden und Großes vollbringen kann. Josef forderte seine Brüder dazu auf, Jakob ihren gemeinsamen Vater nach Ägypten zu bringen. Sie sollten ihm anbieten, dass er nach Ägypten ziehen kann, ganz in die Nähe von Josef. Dort würden sie alle genügend zu essen haben. Schließlich lagen noch 5 Jahre der Hungersnot vor ihnen. Da schafften es seine Brüder wieder, mit ihm zu reden, und er umarmt sie alle. Als der Pharao erfuhr, dass Josefs Brüder da waren, war er froh. Er wies Josef an, seine Brüder zu ihrem Vater zu schicken, um ihn und seiner Familie nach Ägypten zu bringen. Sie sollten im besten Gebiet des Landes wohnen und das beste Essen bekommen. Josef gab ihnen den Befehl des Pharaos hin sogar Wägen, damit sie alles transportieren können und Verpflegung mitbringen können. Er schenkte jedem sogar noch ein Festgewand und seinen Brüdern Benjamin gleich mehrere. So machten sie sich auf den Weg zu ihrem Vater. Als sie bei ihm ankamen, erzählten sie ihm, Josef lebt. Denk doch, er ist der Herr über ganz Ägypten. Zunächst glaubte Jakob seinen Söhnen nicht noch. Doch, als sie ihm mehr erzählten, was in Ägypten passiert war, änderte sich das. Er war unschreiblich froh, dass Josef noch am Leben war und wollte sich sofort auf den Weg machen. Auf dem Weg nach Ägypten erschien Gott Jakob und versicherte ihm, dass er keine Angst haben bräuchte, nach Ägypten zu gehen. Dort sollten seine Nachkommen zu seinem großen Volk werden. Jakob zog weiter mit seinen Söhnen und deren Frauen und Kindern nach Ägypten. Juda ging voraus und berichtete Josef, dass Jakob auf dem Weg zu ihm ist. Voller Freude brach Josef auf und fuhr mit seinem Wagen seinem Vater entgegen. Als sie trafen, sie umarmten sich lange für Jakob, war ein unschreibliches Glück, Josef wiederzusehen, und er dachte, dass er tot war. Der Pharao hielt sein Versprechen und Jakob und seine Söhne dürften sich im Gebiet Ägyptens niederlassen. Das war die Jakob-Geschichte.